Moin Moin und frohe Weihnachten wünsche ich euch und euren Lieben und dass ihr in der Weihnachtszeit ein ganz beschauliches, aber sehr magisches, leckeres und friedliches Fest feiern könnt. Ja, ich habe heute wieder etwas auszupacken und zwar haben wir in unserem Buchclub All You Can Read wieder gewichtelt. Also die liebe Claudia von Beauty Butterflies, die liebe Ruth von Zwischentausend Zeilen, die liebe Kali von Kalis Books, die liebe Sarah vom Kanal Sarah Sophie und die liebe Sarah vom Kanal Alice im Bücherland. Ich hoffe, ich habe sie jetzt alle zusammen und meine Wenigkeit. Wir sind im Buchclub All You Can Read und wir lesen ja regelmäßig Bücher zusammen und haben mittlerweile wirklich fast täglich Kontakt und die Mädels sind mir einfach ans Herz gewachsen wie Freundinnen bzw. sind zu Freundinnen geworden. Und da macht es umso mehr Spaß, sich gegenseitig auch etwas Kleines zu schenken. Wir haben mal wieder ein paar Bücherwunschlisten ausgetauscht und ein paar Steckbriefe, wo wir erzählt haben, was wir im Moment mögen, was wir nicht mögen. Aber wir kennen uns mittlerweile ja auch schon ganz gut und da ist das zwar immer noch trotzdem noch eine gute Hilfe, aber mittlerweile hat man einfach schon also ein paar Ideen, womit man den anderen eine Freude machen kann. Ja, und wir hatten eine Losfee, die uns quasi sozusagen zugeordnet hat. Jeder darf einen beschenken und wird von einem beschenkt aus unserer Gruppe. Und ja, ich habe hier das Paket, was relativ groß ist. Und ja, ich glaube, da ist ordentlich was drin. Und ich werde mal reinschauen. Ich habe es auf jeden Fall schon aufgeschnitten und das Papier entfernt, was oben drauf lag. Und ja, ich habe schon ein bisschen reingelinst, aber noch nichts ausgepackt. Und das machen wir jetzt zusammen. Und ich bin natürlich auch sehr neugierig, wer mich dieses Jahr dann bewichtelt hat. Denn wir machen das jetzt, glaube ich, zwei Jahre. Ich glaube, zweimal haben wir es bisher schon gemacht. Und ich wurde von den beiden Sarahs bisher beschenkt. Ich glaube, oder haben wir schon dreimal gemacht? Naja, ist ja auch egal. Ich werde jetzt reinschauen und gucke jetzt mit euch hinein. Ich greife mir mal zuerst die Karte, die hier so an die Seite gerutscht ist. Und da haben wir so einen süßen Weihnachtsfuchs und ganz viele Geschenke und Tannenbäume. Ach, wie schön, es ist wieder die liebe Sarah vom Kanal Alice im Bücherland und sie hat mir wieder sehr, sehr schöne, rührende Zeilen geschrieben. Ich kann es einfach nur zurückgeben, meine Liebe. Ich bin auch froh, dich zu kennen und finde es auch sehr schön, wie wir uns miteinander austauschen, auch privat. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass wir es irgendwann hinkriegen, uns auch tatsächlich mal persönlich zu treffen, weil Sarah ist tatsächlich die einzige aus unserer Gruppe, die ich noch nicht persönlich gesehen habe und noch nicht persönlich in die Arme nehmen konnte. Wir haben es dieses Jahr jetzt, glaube ich, schon dreimal geplant und dreimal mussten wir es absagen aus Streikgründen, Corona-Gründen und anderes und ich hoffe einfach, dass wir es nächstes Jahr oder vielleicht noch dieses Jahr schaffen, aber ja, ich bin frohen Mutes und ja, jetzt bin ich gespannt, was du mir hier alles reingepackt hast. Was mir hier schon glitzernd entgegenkommt, ist eine richtig schöne Deko und zwar ist das eine große Schneeflocke. Ich hatte auf meinen Steckbrief auch geschrieben, dass ich Schnee gerne mag und Schneeflocken als Motive einfach. Ja, das kann ich sehr schön ans Fenster hängen oder irgendwo. Vielleicht auch, ja, vor meinem Bücherregal für meine Videos. Ja, mal schauen. Aber das ist schon mal sehr schön und es glitzert. Ich glaube, es, ja, es gibt auch Glitzer überall ab. Also mal gucken, ob ich es nachher auch an meinen Fingern, an meinem Pullover und im ganzen Paket noch finde. So, und Sarah sagt ja auch immer, dass sie nicht einpacken kann, aber sie hat uns erzählt, dass sie sich jetzt besonders Mühe gegeben hat und ich finde, das sieht man auch. Und es muss ja auch nicht immer perfekt sein. Wenn man sieht, dass es mit Liebe gemacht ist, dann reicht es. Und hier könnt ihr schon mal sehen, es ist so ein kleines Tütchen und hier hat sie so kleine Sticker drauf gemacht, die auch glitzern, ein Stern und hier auch mit den Zuckerstangen. Ja, die mache ich einmal auf. Und schauen wir mal, was da drin ist. Oh, da haben wir zum Beispiel Weihnachtssocken, sind die süß. Und ich mag Füchse ja auch einfach gerne. Die sind ja total schnucklig. Ja, die werde ich, glaube ich, auch sofort anziehen,
und sie sofort nutzen, denn also für mich ist ja noch nicht ganz Weihnachten, aber dann passt es ja umso mehr, dass ich es jetzt im Dezember noch nutzen kann und die noch anziehen kann. Ja, da sind auf jeden Fall ein paar Füchschen drauf und Schneeflocken. Ja, die sind schon mal sehr süß. Ach, das ist toll. Oh, und ich glaube, da gibt es was zu naschen. Ja, tatsächlich. Da habe ich Marzipan. Ja, mit Marzipan kann man mir immer eine Freude machen. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Aber ich glaube, das war es noch nicht mit dem Naschi. Da kommt noch was. Lecker. Und zwar Lindor in Weiß. Ich liebe diese Täfelchen. Also Vollmilch bin ich nicht so der Fan, aber Weiß und Dunkel, boah, die sind so schön sahnig und toll gefüllt. Nicht einfach nur so langweilig bloß Schokolade, sondern auch noch Füllung. Ja, unendlich zart schmelzend, das kann ich auch. Vielen, vielen Dank, kann ich nur bestätigen. Das ist schon mal besonderes Naschi. So, haben wir noch irgendwas in der Tüte? Nee, die Tüte ist schon mal leer. Die kann man, glaube ich, ganz gut wiederverwenden. So, und dann kommt mir hier so ein kleines Säckchen entgegen. Was ist das denn Schönes? Oh, ich glaube, da habe ich schon meinen Favoriten gefunden. Guckt euch mal das an. Könnt ihr die erkennen? Ich hole die mal raus. Es ist in so einem kleinen schwarzen Säckchen. Und das sind Ohrringe. Da hat sie aber gut zusammenge... kriege ich das jetzt so schnell auf? Nee, ich glaube, ich kriege es doch nicht auf. Dann muss ich euch das doch so zeigen. Das sind, die hat das hier mit Tesa festgeklebt, deswegen spiegelt das so. Aber das sind kleine Drachenohrringe. Sind die nicht schön? Die habe ich noch nie so gesehen. Und ich finde auch, dass die Drachen sehr, sehr hübsch sind. Oft sind das ja entweder so Gothic-Drachen oder zu kitschige Drachen. Und ich finde, die sehen toll und edel aus. Die werde ich auch sofort nutzen und anziehen. Ich mag Ohrringe total gerne, wenn sie hängen. Und ja, Silber kann man auch zu allem kombinieren. Perfekt. Da habe ich wieder was zum nerdig sein. Und ach, wie schön. Die sind so süß. Also, ich weiß nicht, ob das noch irgendwas toppen kann hier drin. Aber das war schon mal echt ein Volltreffer. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Und das entspricht natürlich total meinen Vorlieben als Drachenfan. So, dann haben wir hier, ach, hier geht so ein bisschen der Tesafilm so ein bisschen ab. Für Tee ist es zu klein, aber ich glaube, Tee habe ich diesmal eh nicht auf meine Wunschliste geschrieben, weil ich ja jetzt letztens gerade so eine große Teebestellung hatte. Und noch einen Tee-Adventskalender, den habe ich leider vergessen, euch zu zeigen. Aber deswegen, da habe ich erstmal genug Vorrat und das hatte ich dann auch erstmal geschrieben. Also das wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber was mag das sein? Es ist relativ leicht. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein, ne? Was ist das denn Schönes? Woodland Wonderland Hot Kakao. Ach so. Das ist bestimmt so ein Ding, was man in den Becher tut und dann heißes Wasser drüber kippt, oder? Peanut Bunny. Get toasty all winter long by enjoying a delicious cup of hot cocoa with your favorite Woodland friends. Das ist ja süß. Und dann auch noch Peanut. Kriege ich das irgendwie auf? Das ist auch zugeklebt. Ich will es aber mir einmal angucken. Ach so, nee, es ist tatsächlich Pulver. Also es sind 3 Portionen. Kakao mit Erdnuss kann ich mir ziemlich dekadent vorstellen. Ja, das mache ich mir auf jeden Fall auch einen schönen Abend mit. So, was haben wir hier? Ach so, das ist, glaube ich, schon das erste Buch. Bücher darf natürlich auch nicht dabei fehlen. Aber, oh, das ist hier auch hübsch. Guck mal, Servietten hat sie auch wieder mit dem Thema Fuchs. Ich finde Füchse einfach total schön. Ich finde, dieses Fuchsfarbene hat halt einfach irgendwas Herbstliches. Aber man kann die auch so schön in Winter-Setting setzen. Ja, diese finde ich auch sehr hübsch. Die muss ich noch ein bisschen aufbewahren. Vielleicht für meinen Geburtstag nächstes Jahr oder so. Mal gucken. Und hier hat sie auch wieder so kleine süße Sticker drauf gemacht. Die sind ja echt zauberhaft.
So, oh, jetzt haben wir hier noch so ein Säckchen. Ist auch schon so ein bisschen was abgegangen. Huch, kleinen Moment, ich muss mal eben abtauchen. Da ist was runtergefallen. Ja, ich kriege das nicht mehr so richtig zusammengedingst. Es ist so ein bisschen abgefallen. Hier war was rumgewickelt und dieses hübsche Dings war hier mit dran. Wie rum? So rum wahrscheinlich. Und ich ziehe es raus, hier vorne. Auch hübsch. Was haben wir da? Wieder ein Fuchs. Also du hast ja echt das Thema voll getroffen. Und von Dracklemoon, die haben ja immer total niedliche Sprüche auch immer vorne drauf. Das ist eine Pflegedusche mit Shea-Butter und Macadamia-Vanilleduft. Vegane Formel ohne Mikroplastik. Das ist natürlich auch schon. Fairy Winter Tale oder Winter Fairy Tale. Sie greift nach dem hellsten aller Sterne. Leise während im Schnee das Echo der funkelnden Witternacht hallt. Ja, das ist, trifft genau mein Geschmack. Mal gucken, ob auch der Duft mir zusagt. Oh ja, riecht richtig schön vanillig, warm, süß, total schön. Entspricht auch total meinem der Optik, dieses ja, pastellige Gelb, dieses magische mit dem Fuchs drauf, dieses märchenhafte und dennoch dieser Spruch vorne drauf. Und mein Duschgel ist auch fast alle, also passt perfekt. Schaut mal, das lag auch noch mit drin. Glitzerstaub, wahrscheinlich auch ein bisschen Deko. Und überall liegen hier so kleine Sternchen drin, mal gucken, die sind so verstreut. Im Paket auch total süß. Also ich finde, dafür, dass du mal sagst, dass du nicht einpacken kannst, finde ich, hast du dir so viel Mühe gegeben und passt irgendwie auch alles zusammen. Ne? Dieses Packpapier, dieses Natürliche mit den Rot verknüpft, diese Füchse überall, also richtig toll. So, und jetzt haben wir noch zwei Päckchen und ich denke mal, das sind zwei Bücher oder vielleicht Notizbücher, können es natürlich auch sein, mal gucken. Und zwar haben wir hier einmal ein Päckchen. Auch schönes Papier, ne? Passt irgendwie auch zu dem Stil. Dass man da alles entdecken kann. So rum ist richtig, ne? Auch hier ist der Kleber so ein bisschen abgegangen. Ich bin gespannt. Ich habe ja wie immer eine sehr, sehr lange Bücherwunschliste rübergegeben, weil ich mich einfach gerne überraschen lasse. Und je mehr Bücher man drauf hat, desto weniger kann man natürlich erraten, was ja, einem geschenkt wird. Mal gucken, was die liebe Sarah ausgesucht hat. Ist auf jeden Fall ein sehr dünnes Büchlein. Okay, ja, damit hätte ich natürlich auch rechnen können. Und zwar ist das Alissa im Drunterland von Fabienne Siegmund. Und da die liebe Sarah ja auch so ein großer Alice im Wunderland-Fan ist, hätte ich mir irgendwie denken können, dass sie das auch angesprochen hat. Und von Fabienne Siegmund habe ich ja auch schon mehreres gelesen und das meiste hat mir wirklich sehr gut gefallen. Sie schreibt immer sehr poetisch und sehr zauberhaft, hat immer sehr magische Themen. Ich habe jetzt aber auch schon ein Buch gelesen, das fand ich zu kitschig, das war mir irgendwie zu doll, zu gewollt. Aber ich habe auch große Highlights, unter anderem einen der Mitternachtskönig. Nee, der Karussellkönig, genau. Also mit dieser Jahrmarkt-Zirkus-Thematik hat mir sehr gut gefallen. Aber auch Das Herz der Nacht mochte ich von ihr sehr gerne. Und ich habe auch noch von ihr eins auf dem Sub, die Papierprinzessin, heißt es, glaube ich. Also es ist immer sehr symbolisch, symbolträchtig mit Metaphern. Es sind immer so Märchen, die man dann irgendwie auch immer auf unsere Welt ummünzen kann und viele Symbole, Metaphern entdecken kann, poetische Sprache. Ja, und das Buch hat tatsächlich auch nur, lasst mich mal nachschauen, ja, knapp über 80 Seiten. Also es ist wirklich nur so ein ganz süßes Ding, aber trotzdem finde ich sehr hübsch und es glitzert auch. Seht ihr das? Ist wahrscheinlich auch von ja, von der Schneeflocke, von der großen. Ja, das werde ich auf jeden Fall sehr gerne. Hat es wieder Illustrationen? Ne, oft hat es halt auch eben Illustrationen bei Fabienne Siegmund. Im Papierverzierer Verlag ist es erschienen. Ach ja. Ja, da bin ich sehr gespannt. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, worum es geht. Alissa träumt ihr Leben lang von einer mysteriösen Wendeltreppe, die ihr oft sogar am Tag erscheint, wenn sie nur kurz blinzelt.
Sie hat sie auch in ihrem Skizzenbuch verewigt und so oft hineingezeichnet, dass sie glaubt, jedes Detail zu kennen. Eines Tages erscheint ihr ein mysteriöser Mann in der Spiegelung der Straßenbahn und genauso verwunderlich taucht vor ihr ein Laden auf, der einem Uhrmacher gehört. Ehe sich Alyssa versieht, landet sie hinter dem Uhrengeschäft auf eben jener Treppe, die sie seit Jahren kennt. Sie führt hinab nach Drunterland in eine magische Welt, die so viel mit der Wirklichkeit zu tun hat, dass auf Alyssas Entscheidungen schwere Auswirkungen folgen könnten. Schlimmer als jeder Schmetterlingsflügelschlag. Ja, das klingt nach einer sehr modernen Umsetzung von Alice im Wunderland, also sehr auch leicht nur angelehnt. Also vermute ich jetzt einfach mal. Mal schauen, ob man noch mehr entdecken kann, mehr Anspielungen, Easter Eggs auf den Klassiker. Ja, mit den Uhren, das finde ich toll. Das klingt sehr, sehr magisch und mystisch. Aber wie ich schon gesagt habe, auch, dass vieles wiederum auf die Realität wirkt. Auch was in ihrem Kopf vielleicht abgeht oder in dieser Fantasiewelt. Ja, klingt richtig, richtig toll. Und mal schauen, ob ich das dann so gut finde, dass ich es dann auch der lieben Sarah empfehlen kann. So, ein Päckchen haben wir hier noch. So, da ist es. Ist ein bisschen dicker, aber auch nicht viel. Es ist auf jeden Fall ein Hardcover. Aber ich kann euch wirklich nicht sagen, ich kann es nicht erraten. Ich weiß ja, dass Sarah auch sehr gerne Horror mag. Irgendwie vielleicht was Spookiges, aber das wäre vielleicht eine Vermutung. Gucken. Weiß es immer noch nicht. Ach, ich habe es falsch rum. Mein erstes Buch von H.P. Lovecraft, Berge des Wahnsinns. Na, das passt doch auch perfekt in die Winterzeit. Ich glaube, das spielt nämlich auch in einem winterlichen Setting in den Bergen. Und ja, von H.P. Lovecraft habe ich bisher noch nichts gelesen und als Horror- und Grusel-Fan wollte ich auf jeden Fall da mal reinlesen, ob das überhaupt was für mich ist. Er hat ja so seinen ganz eigenen Stil, ist ja auch so ein bisschen in die Richtung Klassiker, aber ja auch so ein bisschen in die Richtung Science-Fiction und ich weiß nicht, ob ich die Mischung mag. Ja, und das ist einer seiner Meisterwerke, beziehungsweise wird so eines seiner Klassiker genannt und auch das ist ja relativ dünn und so zum Einsteigen oder zum Ausprobieren finde ich es eigentlich ganz cool und ich mag auch tatsächlich das Cover irgendwie. Berge des Wahnsinns beginnt mit einer Warnung, eine geplante Expedition in die Antarktis abzusagen. Die Gründe dafür sind mannigfaltig und zugleich unaussprechlich. Der Erzähler berichtet von seiner letzten Expedition, schildert stimmungsvolle Bilder des antarktischen Himmels, der Landschaft und beschreibt die Vorbereitungen für die geplante Gewinnung von Gesteinsproben. Doch ein außergewöhnlicher Fund lässt das Team aufhorchen und eine Reise des Schreckens beginnt, an deren Ende das Grauen unaussprechlich geworden ist. In meisterhafter Weise beschreibt H.P. Lovecraft ein Szenario in einer von Eis und Kälte geprägten Landschaft, spielt mit der Fantasie der Leser und beschwört Bilder dieses Kontinent herauf, die jeden in den Bann schlagen. Das klingt super cool und passt perfekt jetzt in den Winter. Ich liebe die Antarktis, ich liebe Expeditionen und Abenteuer in der Antarktis. Ja, je nachdem, was denn das Schrecken, was der Schrecken hier drin ist, wenn da jetzt zu monstermäßig ist, könnte es natürlich auch nicht ganz meinen Geschmack treffen, aber ich bin einfach sehr neugierig und ja, freue mich, noch einen neuen Horrorautor kennenzulernen, den man doch mal gelesen haben sollte als, ja, als Horrorleser. So, ihr seht, das Paket ist leer, bis auf Glitzer und Sternchen. Und ich bin total selig. Also Sarah, du hast dir so viel Mühe gegeben, nicht nur beim Einpacken, sondern auch bei der Auswahl der einzelnen Dinge. Die passen so perfekt zu mir. Es ist magisch, es ist zauberhaft, es ist düster, es ist mystisch, es ist fantastisch. Und ja, ich kann gar nicht sagen, worüber ich mich am meisten freue. Also auf jeden Fall die Drachenohrringe sind natürlich ein Highlight, aber auch das Duschgel ist so zuckersüß, die Bücher natürlich.
Und was Leckeres zum Schnabulieren hast du mir auch mit reingelegt. Also ich bin rundum glücklich mit diesem Päckchen und ich hoffe, dass du, liebe Sarah, natürlich genauso ein tolles Päckchen erhältst und ihr anderen aus der Gruppe natürlich auch. Und ich freue mich, ja, wie ein Schnitzel, jetzt die Videos der anderen zu gucken. Ich muss natürlich noch ein paar Tage jetzt warten, aber ihr könnt die Videos alle hintereinander weggucken, denn wir laden die Videos alle gleichzeitig hoch und ich werde die natürlich alle in der Infobox verlinken. Und dann könnt ihr direkt, wenn ihr mit meinem Video fertig seid, zu den anderen Videos springen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, jetzt bleibt mir nur noch, euch weiterhin schöne Weihnachten zu wünschen, eine schöne lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.